take a trip to my... Hi Freunde und herzlich willkommen hier bei Archie Gaming. Flo wieder am Start. Heute gibt es eine weitere Squad-Bending-Challenge. Wir wollen uns heute um die 88 plus Player-Pick. SBC kümmert das Besondere daran, die ganze SBC ist wiederholbar. Wir werden heute einige davon machen. Bevor wir reinstarten in das Video, könnt ihr gerne das Video supporten mit einem fetten Daumen nach oben. Falls ihr Bock habt auf weiteren täglichen FIFA-Content, natürlich dann auch in Bezug auf FIFA 22. Richtung FIFA 22 wird es hier weiterhin News geben zu FIFA 22. Gerne hier bei Archie Gaming bleiben. Kostenlos ein Abo dalassen und uns auf dem Weg zu den 55.000 Abonnenten einmal gerne ein Abo dalassen. Gerne natürlich auch einen Kommentar mit eurem Player-Pick oder vielleicht habt ihr schon mehrere gemacht. Außerdem haben wir heute Weekend League Plus wieder am Start. Alles gemeinsam schauen wir uns hier in diesem Video an. Ihr wisst Bescheid, Hochwasserkatastrophe bin ich nach wie vor betroffen. Ihr könnt auch gerne unten den Link nutzen, um eine kleine Spende dazulassen. Und falls ihr uns mal live sehen wollt, kommt vorbei. twitch.tv/archiegaming. Jeden Tag online zwischen 18.30 Uhr und spätestens 19 Uhr komme ich online, um gemeinsam mit euch den 19 Uhr Content zu zelebrieren und aufzunehmen. Und dann geht's 20.15 Uhr, spätestens 20.30 Uhr, das Video dann hier auf YouTube einmal online. Also ihr verpasst nichts mehr in Bezug auf FIFA und wir fangen an mit Weekend League Plus. 7, 12 und 15 Siege mit mindestens 8 League One Spielern in der Startelf. Ja, und ihr seht es, dann können wir jeweils einen Player-Pick dann natürlich ergattern. Also League-1-Spieler gibt es jetzt hier auf jeden Fall die Voraussetzung. Kann man nutzen, muss man nicht, müsst ihr entscheiden. Schreibt mir eure Meinung gerne rein zum Ende hin von FIFA. Und dann schon zu den Favoriten dazugefügt. Hier ist sie, die wiederholbare 88-Plus-Spielerwahl, Jungs. Ich hab Bock, mal gucken, was wir auf jeden Fall rausziehen können. Zum Preis der SBC. Ähnlich wie die gestrige League All Player Pick SBC, deshalb war sie ja draußen. 70k roundabout kostet die SBC 88 Pluser. Und zwar können wir dagegen einen von vier seltenen Goldspielern mit 88er Rating oder höher das Team einmal eintauschen. Wie gesagt, eine Woche haben wir Zeit für das Ganze. Und das Ganze passend zum Ende wiederholbar. Abgeben müssen wir dafür einen 85er gerateten Squad. Ihr seht jetzt 50 Teamschmied, 63 erreicht. Das heißt, das könnt ihr auch wieder 1:1 nachbauen. Je nachdem, wie ihr Bock habt. Anzahl Spieler im Team sind 11. Und wir geben ab einmal Ryan, Kepa, Erstbesitzer, Mukiele, Untrade für mich. Kostet roundabout, ja, vielleicht sogar nur noch 20k. Und dann haben wir weiter einen Untrade, Longley, Visca Untrade, Dembele, tauschbar Erstbesitzer, genauso wie Awa. Fiki eben für 14k gekauft. Also auch sehr günstig für einen 88er. Dann Sarabia, tauschbar Erstbesitzer, Untrade, Iago Aspas, 84er und dann Cavajal, Untrade, damals ja noch mitgenommen. Also, das auf jeden Fall zu den Kandidaten, zu den Spielern, die wir hier einmal abgeben. 88 plus Player Pick und die Frage der Fragen ist, lohnt sich die SBC? Ja oder nein? Das wollen wir heute rausfinden mit einigen von diesen Player Picks, mit der Community gemeinsam. Und ich würde sagen, wir starten rein. Mit dem ersten Player-Pick. Oh, Jungs, bitte, drück die Daumen, Jungs. 88 plus Player-Pick, let's go, ey. Komm, zeig uns was Gutes. Wir machen es auf in 3, in 2, in 1. Let's go, come on. Ja. Philips. Sanchez hatten wir nicht gestern auch Sanchez in den, oder vorgestern in den anderen Picks. Sanchez, sind wir bei dem Preis von 47k. Philips, da bin ich gespannt. Der müsste doch noch was wert sein als Summerstar. Auch nicht mehr. 30k. Ederson hatten wir gestern, haben wir verkauft. Tradable Preview Picks machen wir auch gleich auch noch. Jetzt nur noch 34k wert. Ich habe ihn für 39,75 verkauft. Und dann haben wir Carrasco. Der dürfte nichts mehr wert sein. Ja, so sieht's aus. 19 bis 20k. Ich würde sagen, wir gehen auf Sanchez. Höchstes Rating nehmen wir auf jeden Fall hier mit. Also der Versuch war es auf jeden Fall wert. Und wie gesagt, wir können jetzt auch noch hingehen und die ganze SBC, wenn wir Bock haben, auch nochmal wiederholen. Dann kommen wir zum nächsten Step und das sind die besagten Preview Packs, die wir natürlich jetzt immer mitnehmen. Nice, dass sie auf jeden Fall im FIFA 22 auch am Start sind. Und heute auch wieder mit dem 25K-Set. Wir fangen an mit dem 45er-K-Set. Da haben wir gestern ordentlich Packler gehabt. Und dann schauen wir mal rein. Come on, EA. Ah, heute kein Walkout für uns. 25K-Set. Mal gucken, was da drin ist. Castells und Uli. Come on, 25K-Set. Du bist es. EA. Nein, auch heute hier leider
kein Pick-Luck, schade. Und insofern, versucht euer Glück, vergesst die Preview-Packs nicht und wir nehmen jetzt noch das 7,5er mit. Vielleicht wird es ja doch was. Nein, leider nicht. Und damit rein in die nächsten Player-Picks, weiter in die Daumen drücken. Let's go. So, Freunde, wir gehen rein ins zweite Player-Pick. Oh, das sieht doch schon besser aus. Chillwell, auch hier machen wir den Preisvergleich. Ordentliches Rating, Wagner, Baku, Daya, Vico, müssen wir gar nicht drüber reden. Und wir sind bei einem Wert von noch 60k. Ist in Ordnung, schade, dass er, wie gesagt, die drei Sterne hat. Ja, aber nahezu fast den Wert der SBC mit den roundabout 70k. Ordentlich Rating, GG dazu. Und wie gesagt, wenn du Bock hast, gerne nochmal wiederholen. Und wir gehen rein ins nächste Player Pick. Let's go. So, Freunde, das geht definitiv besser. 97er. Das war anscheinend ein anderer Player Pick. Fragezeichen. Und hier haben wir wieder Sanchez. Zweimal Sanchez direkt nebeneinander. 94er von Inter und Sanchez von Spurs, Sabitzer und Lapadula. Darüber müssen wir gar nicht reden. Aber das geht besser, Jungs. Das geht besser. Auch hier eher ein L als ein Win. Also, wir gehen rein ins nächste Player-Pick. Mal gucken, wie viel noch um die Ecke kommen. So, Freunde, hier der Wunsch nach einem Foden. Mal gucken, ob wir diesen Wunsch erfüllen können. 88 plus Player-Pick. Wir sind ready. Nee. Jungs. Sie scheint nicht zu gönnen. Navas für quasi die Weekly Plus Geschichte eventuell. Und mal gucken, wie viel noch um die Ecke kommen. Let's go, next one. So, Freunde, next one. 88 plus Player Pick. Mal schauen, was wir jetzt haben. Und da geht's auf. Ja, 96er Kimmich rettet noch. Jungs, was ist er noch wert? Nach der Flutkatastrophe. So lange raus aus FIFA. Ihr könnt gerne einen Preisvergleich auch so schon noch machen. Ja, 77k, 80k. Jetzt doch vielleicht ein bisschen runtergegangen. Ja, krass, Jungs. Einfach heftig. Wir gehen rein ins nächste, in die nächsten Player Picks. So, Freunde, next one. Richarlison. Ja, den nehmen wir natürlich gerne mit. Aber der ist safe wieder nichts wert, oder? So, Freunde, hätte mich jetzt aber auch gewundert, ja. Also, 220k Richarlison noch wert. 4 Sterne, 5 Sterne, so muss es sein. Der erste große Big Pull und so kann es natürlich jetzt gerne weitergehen. Also, let's go. Mach die Dinger auf, wir wollen was Gutes sehen. Und dann gehen sie auf. Come on, yay. Yo, 95er den Maria. Nächstes Mal dann bitte ein Messi im nächsten FIFA. 97er die Maria natürlich on the top. Und next one, 55k für Di Maria. Und wieder 94er, aber was. So, Freunde, next one. Ach, das kann doch nicht wahr sein. So, Freunde, jetzt aber. 95er und hinten noch Romero Morata als Besten. Trotzdem hoffe ich, das Video hat euch gefallen mit den Player Picks. Wenn ja, zerstört den Like-Button. Lasst uns zum Ende von FIFA gerne die 300 Likes auf jeden Fall nochmal voll machen. Lasst uns ein Abo da, ihr wisst Bescheid. Interaktion ist immer gut. Also gerne auch einen Kommentar da lassen mit eurem bigsten Pull aus den Player Picks in insgesamt FIFA 21. Würde mich mal interessieren und wir sehen uns sehr, sehr gerne morgen wieder. Euer Flo von Anchi Gaming. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.